Diese Wesen verfügen über eine enorme Stärke. Er hat uns einzig und allein mit seiner Geistesmacht bekämpft. Wir können vom Glück sagen, dass wir in der Überzahl waren. Dieses Mal. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All. Beim letzten Part haben wir hier, ja, ein paar Etagen bezwungen und jetzt gehen wir in die letzte Etage und sollen davor speichern und das machen wir doch auch gleich mal. Zack. Oh, der Typ schon wieder. Und welche Prüfung ist hier zu erwarten? Ich bin eure Prüfung. Professor, machen Sie mit diesem Flegel dasselbe wie mit seinem Kumpan? Professor? Ich fürchte, ich habe auch nicht die blasseste Ahnung, wie ich das fertiggebracht hatte. Einerlei, dann eben herkömmliche Handarbeit. Okay, Kopftentakler, alles klar. Schätz den mal ein bisschen ein. Was will mein Handy gerade von mir? Ah, okay. Discord will es von mir. Ist mir jetzt gerade egal, weil Discord hier scheinbar gerade nämlich auf meinem Handy spackt. Und obwohl ich die Benachrichtigungen von manchen Servern und so einen Scheiß ausgestelle, dann trotzdem die Benachrichtigungen bringen. Was ich recht scheiße finde. Naja, okay. Quetschsprung, ja, probieren wir mal aus. Haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Gruppenheilung, ja, probieren wir mal aus. Und dann probiere ich mal ein Feuer auf den. Also, was haben wir denn da? Will sagen, Kopftentakler, 1000 Leben und, ja, 150 Mana. So, der, ja, Wasser ist für ihn kein Problem. Und Schusswaffen, ja, leider zu Recht belächelt er die. Und er hat eine natürliche Resistenz gegen Blindheit und K.O. Aber Feuer und Donner sowie Schläge, die sind, da guckt er blöd, weißt du, da macht er guck was. Au! Ich hab jetzt einen längeren Kuraufenthalt nötig. So behandelt man doch keine Dame. Okay. Ist geschockt. Oh, sehr schön. Wambaku! Dann, Quetschsprung. Nee. Hieb. Heilung. Aber eine mittlere. Auf ihn hier und danach auf sich selbst. Feuer. Ja, komm. Halt er mal sein Geflatter still. Er kann ja unmöglich seinen Kopf anvisieren. Ja. Überwindet den Schock. Ja, aber sie halt mal schön. Okay. Faustschlag. Ah, ich kann keinen Quetschsprung machen. Verdammt. Dann holt der sich jetzt MP zurück und sie heilt sich selber. Während er ein Feuer schmeißt. Ja, ich glaube, das ist eine Idee. Von Magwitz kann ab der nächsten Runde die Fähigkeit Wambaku einsetzen. Die Deckung sinkt dann aber für den Rest des Kampfes. Ja. Und Eleonore ist jetzt zusammengebrochen. Verdammt. Wambaku, mach mal. Kreatur, Quetschsprung und eher Feuer. Ihr typischen Affenabkömmlinge, ahnt ihr überhaupt, mit wem ihr euren Geist messt? Heisen bricht zusammen. Ein Leutnant kennt keinen Schmerz. Ja, ist geschockt. Haben wir sowas wie... Ja, doch, ich nehme jetzt erstmal die Riechwässerle. Die Sache ist nur, wenn er sich jetzt überwindet, genau, und jetzt wieder den Angriff auf alle macht, dann sind wir am Arsch. Jetzt nimmt mal jeder eine Medizin auf sich selber. Geblendet und vergiftet, glaube ich. Okay. Oh, ein Glück. Ein Glück. Wambaku! Quetschsprung.
Fähigkeit, Kurbart auf sich selbst. Und er hier macht wieder Feuer. Geblendet, geblendet, geblendet. Toll. Reicht aus. Ja, toll. Nicht mehr geblendet. Bambaku! Bambaku! Und sie macht mal ein Kurbart auf die Kreatur und er macht wieder Feuer. Verdammt, ey. Sie muss sich dringend selber heilen. Muss sie dringend. Ganz dringend. Nein. Oh, aber sie lebt noch. Sehr schön. Wambaku. Und er ist geschockt. Perfekt. Noch ein Wambaku. Noch ein Quetschsprung. Mittlere Heilung auf ihn hier. Der andere überlebt nur mal ein AOE im Zweifelsfall. Er hat's überwunden, ist okay. Ihr dürft nicht widerstehen. Ihr könnt nicht widerstehen. Ihr dürft nicht widerstehen. Und wie wir widerstehen. Hahaha. Ha, ha. Wisst ihr was? Ich mache jetzt meine mittlere Heilung. Wobei, nee, ich mach schon die große. Sie hat ja noch genug Leben. Unmöglich, unmöglich. Ein Leutnant kennt keinen Schmerz. Haha, geschockt. Oh Mann, dieser Kampf ist schon ein bisschen lame ohne Musik, würde ich sagen. Aber das habe ich auch schon mehrfach an dem Spiel kritisiert und da halte ich aber auch dran fest. Es ist echt übel. So ein Kampf ohne Musik ist halt ätzend. Aber er bricht zusammen, sehr schön. Sieg. Level 14, Level 14. Diese Wesen verfügen über eine enorme Stärke. Er hat uns einzig und allein mit seiner Geistesmacht bekämpft. Wir können vom Glück sagen, dass wir in der Überzahl waren. Dieses Mal. Portsblitz, ein Stein? Ein Stein? War ein Stein nicht... Moment mal. Wage fast zu behaupten, dass ich den da bis ins Erdgeschoss runterwerfen soll. Ja. Der fällt. Und fällt. Und fällt. Hat jemand mitgezählt, damit wir die Tiefe mit dann ausrechnen könnten? Scheinbar nicht. Angekommen. Irgendwas haben wir bestimmt gerade kaputt gekriegt. Und nun? Läuft dafür mit Dabel. Attacke! Lieber erstmal Attacke speichern hier auf Spielstand 2, weil man weiß ja nicht. Alt, dunkel, muffig. Gnädigste werden doch jetzt hoffentlich nicht vom Pitzfimmel, ja, ich meine natürlich Putzfimmel gepackt. Mit ein wenig Fantasie, etwas Mühe und viel Farbe könnte man aber etwas aus dem Raum machen. Wie meinen? Dort ein paar Tupfer Pastell und an der Wand etwas erfrischendes Rosa. Grundgültiger Albtraum jeder morbiden Existenz. Lassen Sie uns weiter, bevor Fräulein Eleonore im Kampf gegen die Marsherren zum Äußersten greift. Weibliche Inneneinrichtung. Aber Sie müssen doch zugeben, dass der Mars vom wohnlichen Standpunkt aus besehen tiefste Provinz ist. Starren Sie nicht. Was ist daran verwerflich? Hin und wieder ein paar Einrichtungsideen. Ach, gehen wir weiter. An der Treppe rechts halten. Okay, machen wir. Machen wir. Das übliche Spielchen, man kennt das ja. Ist ja leicht zu lesen. So, hier, an der Treppe rechts halten. Zack. Dann haben wir hier ein riesiges, knöchernes Lesepult. Offen. Was ist das? Glitzerstein funkelt. Ein riesiges, knöchernes Lesepult. Eine abscheuliche Art von Schublade.
Ist das etwa... Ich erkenne es. Wir halten hier ein seltenes marsianisches Artefakt in den Händen, meine Freunde. Es wird Brückenkristall genannt. Ja, Brückendings. Wir können vom Glück sagen, einen Experten ihres Ranges bei uns zu haben. Ja. Ja, ich weiß auch schon genau, was wir damit machen. So, dann wollen wir hier mal wieder raus. Ob das so einfach geht. Aber schöner Aufbau von den Karten. Dass man hier einfach runter. Und da liegt die Kugel. Sehr schön. So gefällt mir das. Wir hatten hier irgendwo was mit einer Brücke. Und da war eine Lücke in der Brücke. Da kamen wir nicht weiter. Drum singe ich ganz heiter. Wie komme ich da hin? Weil ich so ratlos bin. Wo war die Brücke denn? Weil ich mich hier nicht auskenne. War die hier? Nö. Hallo? Ah, hier. Also gut, setzen wir den Brückenkristall ein. Und hä? Prächtig, passt da, genau. Dann nichts wie über diesen Abgrund gesetzt. Wie geht? Machen Sie das weg, meine Herren. Plattenkäfer. Okay. Da will ich doch erstmal einen Blick drauf werfen. Und, mich ärgern, dass ich nicht... verdammt. Dass ich nicht hier vorher gespeichert habe. Angriff und dann Flammenlinie. Sind ja immerhin Käfer. Also, was haben wir denn hier? Übrigens, die haben 200 Leben, aber ein wenig MP. Und Feuer ist leider nicht aktiv gegen die Magwitz. Also, ne, sie haben also ein bisschen was Falsches gemacht. Schläge kann denen auch nichts und Klingwaffen prallen von Platten ab. Aber Tritte und Schusswaffen sind super. Genau wie Kälte und Erde. So. Okay, das heißt Tritte und Schusswaffen genau wie Kälte und Erde. Ja, Schusswaffe habe ich hier. Treten könnte ich mit ihm zwar, aber ich habe keine Mana. Ich will es aber erstmal ohne probieren. Genauso wie Kälte und Erde. Machen wir mal so. Dann machen wir halt eine Frostwelle, ne? Die gute alte Frostwelle. Dann kann ich mich danach ja zur Not immer noch mal heilen. Bam. Er hat ja hier Pistol. Und sie hat auch Pistol und er hat Frostwelle. Ja, der Meinung bin ich auch. Krabbelkäfer doof. Weicht aus? Hey! Sie schießt da schon besser. Ja, endlich, einen haben wir Blatt. Critical, ja, jetzt hat er besser geschossen. Und tot. Sieg. Erfahrung, Talor. Passt. Wenn mich meine Kenntnisse der marsianischen Atlanten nicht trügen, liegt die sidonische Ebene vor uns. Hoffentlich finden wir dort einen Weg, die Heimreise zur Erde anzutreten. Nach Hause. Falls es überhaupt noch ein Zuhause gibt. Ha, halte die Erde für einen so wackeren Planeten, der ist nicht so leicht unterzukriegen. Will versuchen, gnädigste etwas aufzuhalten. Achtung, ein Witz. Wie ging er denn? Also, ein Pferd, ein Arzt und ein... Nee, ein Hund. Ah, bin sicher, ein Köter kommt drin vor. Ha, also, geht ein Hund zum Postamt und... Ach, Herr von Magwitz, Sie verstehen es, mich von den Fürchterlichkeiten dieser Welt abzulenken. Und sei es, indem Sie selbst etwas viel Entsetzlicheres tun. Bitte erzählen Sie nie wieder einen Witz. Ja, aber immerhin, ich meine, es ist doch der Gedanke, der zählt, ne? Und, auch wenn man ihn anfangs für ein Arschloch halten konnte, aber man erkennt langsam, aber sicher, dass er halt auch nur ein Mensch ist, ne? Man erkennt es einfach. Finde ich schön gemacht. Wie jetzt halt diese Charaktere mit ihren Eigenheiten dann sich entwickeln, sag ich mal.
Such ein Zimmer für die Nacht. 50 Taler ist okay. Da hast du. So. Zack. Einmal abwärts und... Ich möchte schlafen, ja. So, sehr schön. Gut, gut, gut. Dann gehen wir wieder rauf da und ja. Dann würde ich sagen, war es das aber auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.